Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Musik der Gegenwart im Kulturradio vom RBB. Mein Name ist Matthias Entres. Am 14. März feiert der Komponist Dieter Schnebel seinen 80. Geburtstag und wir wollen nicht säumen, rechtzeitig an diesen Ehrentag zu erinnern. Zu diesem Zweck habe ich Dieter Schnebel besucht und ein langes Interview über sein vielfältiges Schaffen geführt, zu welchem sich auch heute noch Werk um Werk hinzugesellen. Worin besteht die Leistung eines Künstlers? Wer Dieter Schnebel ausschließlich von seinen frühen Skandalstücken, von der Revolution her, beschreiben will, mit denen er allerdings seinen stärksten Bekanntheitsschub hatte, also Stücke wie die Glossolalie oder die Maulwerke, erfasst zwar eine gewisse stilistische Innovation, aber erst, wie er daraus in über 50 Jahren des Komponierens die Konsequenzen fürs Musizieren zog, weist die einzigartige errungene Freiheit aus. Für ihn wurde an der Berliner Hochschule der Künste der Lehrstuhl für experimentelle Musik eingerichtet, den er 20 Jahre lang bekleidete. Aber was er darüber hinaus alles an Genres bedient hat, Sinfonien, eine große Messe, Kammermusik, seit 2006 sogar zwei Streichquartette, das zeigt ihn als Universalisten der Musik. Und damit meine ich nicht einen Universalgelehrten, sondern einen, der Musik in vielen Erscheinungsformen neu gedacht und neu zugänglich gemacht hat, sich selbst als Komponisten und den Menschen, denen er neue Ohren verliehen hat. Ich wollte die Sendung mit einem typischen Stück beginnen und dachte an ein spektakuläres aus den 50ern. Aber an der wundersamen Schubert-Fantasie von 1978 erkennt man vielleicht viel besser, wie Schnebel in der Welt der Musik agiert. Hören Sie, wie er aus einem spektralistischen Vorecho die orchestrierte Musik des ersten Satzes von Schuberts großer G-Dur-Sonate hervortreten lässt.
ich habe Zeiten gehabt, wo ich eigentlich doch noch regelmäßig Klavier geübt habe. Und leider komme ich jetzt vor lauter Komponieren nicht mehr dazu. Und da habe ich dann immer bestimmte Stücke einstudiert. Und das waren für mich dann auch eigentlich Analysen. Da habe ich die Stücke kennengelernt und gemerkt, was haben die Kollegen damals da alles gemacht. Da habe ich vieles entdeckt, nicht? Also ganz reihenmäßige, serielle Kompositionstechniken bei Beethoven oder also nun Klangkomposition bei Schubert. Und bei Schubert, da gibt es Stellen, da hört man schon Bruckner. Und es gibt ein Variationenwerk in Astur, wo es ein Adagio gibt, da haben sie die Tristan-Harmonik. Solche Entdeckungen, nicht? Ja, dass Komponisten damals schon so weit voran waren. Ich habe mir dann auch ausgemalt, Schubert hätte die Aufführung des Tristan als 60-Jähriger erleben können. Aber hätte er weitergelebt, hätte Wagner vielleicht den Tristan nicht geschrieben. Das sind so Gedankenspiele. Also die Schubert-Fantasie, die ist eigentlich auch entstanden durch das Üben dieser Sonate. Und die habe ich geübt und dann hat mich da etwas irritiert. Nämlich, dass er immer Bässe durchklingen lässt. Nicht, also es kommt zuerst G-Dur, dauernd klingt dieses G durch und dann kommt C-Dur und da klingt auch wieder das G durch, also. Und dann kommt das Seitenthema in D-Dur natürlich und da hat er einen Bass und da klingt immer zu Beginn jedes Taktes ein tiefes A. Und da hatte ich dann die Idee, oder das war eine Entdeckung, Schubert komponiert nicht funktional, sondern er schafft Klangspektren. Und dann habe ich als, das hat mich dann wieder auf die Idee geführt, ich komponiere einen Obertonklang, also G, G, D, G, H, D, F und lass den von Streichern spielen, der in sich changiert. Und wenn man sehr aufmerksam zuhört, kann man eigentlich die Schubert-Sonate schon mithören. Ich bin in die neue Musik 1950 eingestiegen. Da war ich zum ersten Mal bei den Darmstädter Ferienkursen. Das war schon sehr aufregend. Bin da mit meinem Freund Heinz-Klaus Metzger hingepilgert. Es war dann auch da Olivier Messiaen, Edgard Varèse, René Leibowitz und die jungen Kollegen Nono, Boulez, Stockhausen. Das waren eigentlich ganz experimentelle Klangerfahrungen. Und dann kam in den späten 50er, Anfang 60er Jahren dann noch die Begegnung mit John Cage dazu, der ja schon 1937 in einem Manifest gesagt hat, die Zukunft der Musik heißt Altklangmusik. Man kann alles in Musik einbeziehen. Und dieser Devise bin ich eigentlich immer treu geblieben, nicht? Und für mich sind normale Instrumentalklänge, experimentelle Instrumentalklänge, Alltagsklänge, das ist mir, wie soll ich sagen, alles gleich nah. Wie bereits in dem Vokalstück DT31.6 für 12 Stimmen von 1956. Es nimmt die tröstenden Worte Moses aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 31, Vers 6, fragmentiert sie nach seriellen Methoden in ein vielsprachiges Silbengewirr, ersetzt die Textverständlichkeit aber durch tröstende Gesten,
also ein theatralisches Mittel, und führt auch schon die Idee der Raummusik ein. Es singt die Schola Cantorum Stuttgart unter Klytus Gottwald. Dieter Schnebel hatte nicht nur in Freiburg Musik studiert, sondern auch in Tübingen evangelische Theologie und Philosophie. Er war Pfarrer in Kaiserslautern, Religions- und Musiklehrer in Frankfurt und München und gleichzeitig immer Komponist. Seine revolutionäre Musik für Stimmen, Missa est,
deren erster Satz das eben gehörte DT-31-6 ist, scheint ein direktes Produkt dieser Gleichzeitigkeit zu sein, und hier zeigt sich bereits überdeutlich sein offenes und neugieriges Verhältnis zur Musik wie zur Theologie. Ich bin ja auch Theologe, nicht? Ich habe sowohl Theologie als auch Musik und Musikwissenschaft studiert, und als Theologe habe ich immer die Orthodoxie gehasst. Also so dieses Einlinige nur in eine Richtung gehen und dann auch eben das Abkanzeln. Das, was nicht in diese Richtung geht, ist falscher Glaube, nicht? Das war mir immer fern. Die Entwicklung der neuen Musik oder der Avantgarde-Musik war ja eine konsequente Weiterentwicklung des musikalischen Materials, also unter dem Zeichen des Fortschritts. Und wie das beim Publikum ankommt, das war eigentlich zweitrangig. Wir dachten da, genau wie Schönberg auch, aber worauf ich hinaus wollte, war, dass die 68er-Studenten uns von der neuen Musik den Vorwurf gemacht haben, was ihr macht, ist elitäres Zeug. Und ich wollte keine elitäre Musik schreiben, wollte ich nie. Also es sollte Musik sein, die, wenn man so will, allgemein verständlich ist. Aber was ich da entscheidend gelernt habe, ist, man hat als Komponist doch auch eine Verantwortung gegenüber dem Hörer und man muss sich selber um die Vermittlung kümmern. Der Wunsch, neue Musik von der Allgemeinen angenommen wurde, dass sie ein Höchstmaß an Vorkenntnissen voraussetze, zugänglich und fassbar zu machen, brachte Schnebel in seiner Münchner Zeit als Lehrer dazu, an seinem Gymnasium eine Arbeitsgemeinschaft Neue Musik einzurichten, übrigens auf Anregung der Schüler, die sich durchaus zutrauten, auch selber zu produzieren, was Schnebel ihnen nahebrachte. Daraus resultierten Konzerte, die von Josef Anton Riedel sogar in seine Konzertreihe übernommen wurden und über die Grenzen Münchens bekannt wurden. Aber vor allem erreichte experimentelle Musik hier außerhalb jedes akademischen Rahmens ganz neue Hörer, nicht nur Kenner, sondern auch Angehörige, Freunde und Nachbarn der Schüler. Ein Werk, das Schnebel immer wieder mit nicht-professionellen Musikern erarbeitete, waren die Maulwerke für Artikulationsorgane und Reproduktionsgeräte. Die Maulwerke haben einen besonderen Ansatz, der in den Stücken, die ich vorher gemacht habe, gründet. In den Vokalstücken DT-31-6, AMN und Madrasa 2 habe ich auch sehr experimentelle Vokalklänge verwendet. Und da gab es das Problem der Notation. Und für uns alle, also Ligeti, Kagel, Stockhausen, war es sehr wichtig damals, auch etwas, was gerade in dieser Zeit in Schwung kam, die Phonetik. Und da hatte ich mir dann auch phonetische Bücher angeschafft und stieß darauf, wie die Laute erzeugt werden. Und da gab es also ein Buch, was mich besonders fasziniert hat. Da gab es Bilder vom Mund von vorn oder ein Schnitt durch den Mundraum. Und da konnte man sehen, wie die Zunge im Mundraum liegt und wie es da den Gaumen gibt. Und da wurde dann gezeigt, wie die Zunge steht, etwa bei einem A oder bei einem O. Und die Zunge kann auch gewölbt werden und ähnlich dann die Erzeugung der Konsonanten. Und das brachte mich dann auf die Idee, statt jetzt weiterhin meine Musik mit phonetischen Zeichen zu versehen, als Notation doch gleich die Artikulationsbewegungen selber zu gestalten. Mundbewegungen, Zungenbewegungen, Gaumenbewegungen. Und da stieß ich auch auf etwas sehr Einfaches, nämlich das, was eine Selbstverständlichkeit ist, dass die ganze Lauterzeugung letztlich auf dem Atem beruht. Das heißt, dass die Lungen, das Zwerchfell und der Bauchraum auch wichtige Artikulationsorgane sind. Und dann hatte ich also als erste Schicht auskomponiert,
ein Stück eben mit dem Titel Atemzüge. Und diese Atemzüge, die waren für mich auch ein bisschen eine Reaktion auf 68. Ich dachte, wenn ich ein Stück mache, in dem Atemprozesse dargestellt werden, das muss doch allgemein verständlich sein. Atmen tun wir schließlich alle. Da habe ich mich aber getäuscht. Am Anfang, die ersten Aufführungen, die haben genauso verstört wie die Glossolalie. Und auch das hat sich halt inzwischen geändert. In diesem kurzen Beispiel aus Atemzüge bilden stimmlose Kehl- und Zischlaute eine spannungsvoll fließende Dreistimmigkeit. Akzeptiert man das Material, stellt sich bald das Gefühl von Musik ein. Das ist sehr überraschend, denn wie kann man mit diesen nicht konventionellen Mitteln, also Mitteln, die nicht die kulturelle Tiefe unserer Harmonik und eines hervorragenden Instrumentariums besitzen, dieselbe Sensibilität entfalten wie die Klassik? Andererseits, wie Schnebel sagte, atmen muss jeder und alle diese sogenannten experimentellen Klänge sind immer vorhanden gewesen, nur wurden sie nicht musikalisch genutzt. Es geht eben da nicht um ein Entweder-Oder. Ich mache ja nicht nur experimentelle Stücke, sondern mache auch ganz normale Musik. Das war für mich auch in den 60er Jahren wichtig, nicht? Da hatte ich da diese experimentellen Stücke wie Visible Music, Kino, für eine Nachtmusik für Projektoren und Hörer. Da kam immer wieder das Urteil, das ist ja nur experimentell. Wie wenn also experimentell eine Verengung wäre, nicht? Und da war es mir auch wichtig zu zeigen, dass ich auch anders kann. Und ich habe dann in den 70er Jahren Orchesterwerke geschrieben,
Letzten sind in München meine Kanones für Orchester wieder aufgeführt worden. Und da habe ich eigentlich selber gestaunt, was das für ein vielfarbiges und auch von der Faktur her ausgeklügeltes Werk ist. Ich hatte es ziemlich vergessen gehabt und habe es eigentlich wieder neu gehört und war dann sehr erfreut über das Stück und es ist auch sehr gut angekommen. Aus Kanones also, in motu proprio, in eigener Logik. Schnebel ging es hier, wie es für sein Komponieren bezeichnend ist, darum, ein serielles Kontinuum zu schaffen zwischen tonalen und atonalen Klängen. Peter Rundl dirigiert das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Thank you.
Die Werke für mehr oder weniger herkömmliches Instrumentarium stellen in Schnebels Werk nicht etwa einen Rückschritt dar, sondern eine bedeutsame Erweiterung. Er komponiert sich durch alle möglichen Musiken hindurch. Der Boden schwankt und Türen öffnen sich in alle Richtungen. Ich bin ein Chamäleon. In der Glossolalie jagen sich Sprachen und Musikformen. In seiner symphonischen Musik für mobile Musiker Orchestra von 1974 bis 1977 gibt es unter anderem Sätze, die sich an berühmten Stücken wie Stravinskys Le Sacre abarbeiten oder im Stil von Charles Ives verschiedene Musik gleichzeitig aufeinander zulaufen lassen. Oder in Revisionen, zu denen die eingangs gespielte Schubert-Fantasie gehört, lässt Schnebel Musik von Beethoven, Verdi, Mahler, Wagner wie aus einer alten Erinnerung heraus wieder auferstehen. Bei Schnebel ist die Möglichkeit eines Durchbruchs immer gegeben und aus dem Gefängnis der Konventionen bricht er aus. Seine Freiheit ist beispielhaft und mit seinen Anmutungen an Bekanntes und gern Gehörtes wird Musikwahrnehmung auch zum Gegenstand seiner Kunst. Hören Sie den Sternmarsch aus Orchestra. Das größte Werk, welches diese unerschöpfliche Freiheit nutzt, ist zweifellos die Sinfonie X von 1987 bis 1992, zu der er 2005 einen dritten Teil komponierte, der das Werk zur Länge einer großen Oper mit zwei Pausen erweitert. Ein Opus Magnum, ein Opus Summum. Was ich in der Sinfonie X wollte, war eine Sinfonie der Sinfonie selbst, eine Sinfonie an sich. Die Sinfonie hat eine begrenzte Geschichte. Sie anfängt mit, sagen wir mal, 1750 und dann eben sich bis in unsere Zeit fortgesetzt hat und wo es dann auch Zeiten gab, wo diese Gattung nicht so wichtig war. Und was mir vorschwebte, war, ein Werk zu schaffen, was diese ganze Geschichte der Sinfonie von Haydn bis heute
zusammenfasst. Also eine Sinfonie wie eine Oper. Es gibt, glaube ich, 13 verschiedene Sätze. Der längste ist 40 Minuten lang, der kürzeste anderthalb. Und es gibt alle Längen zwischendrin. Und es gibt da auch typische Sätze, nicht? Dieser lange Satz, das ist der Eingangssatz. Aber es gibt vor diesem Satz noch ein Vorspiel, eigentlich zwei Vorspiele, die ziemlich amorph sind, wo das Material so präsentiert wird. Und dann also, was auch sinfonietypisches ist, ein Finale. Jedes Finale war für alle Komponisten von Sinfonien irgendwo ein Problem. Und dann auch ein sinfonietypisches Stück ist das Scherzo und das Adagio. Und diese Sätze, die spielen eine auch große Rolle in diesem Stück. Ja, und dann gab es allerdings noch so Zwischenstücke, die diesen sinfonischen Verlauf in gewisser Weise unterbrachen. Zum Beispiel ein 2-Minuten-Stück, wo die Musiker nur Nackfrösche oder Zweige oder Steine haben. Steine gegeneinander oder Zweige zerbrechen oder die Nackfrösche. Man hört eigentlich da nur immer so. Und ich wollte das ganz sparsam haben. Ist eigentlich mein Lieblingsstück. Und das kommt nach dem großen Adagio und schafft noch mal Luft zum Finale. Und diese Zwischenstücke, die sind alle auf die Weise, also eigentlich nicht Musik. Und dann habe ich gedacht, ich mache mal eine Aufführung. Nur das Eingangsstück, das große Scherzo, das heißt Walz, Adagio und Finale. Es hat nicht geklappt. Diese Zwischenstücke, die fehlten einfach. So eine große Sache, die braucht Luft. Und diese Zwischenstücke, das war die Luft da. Und die Zwischenstücke sind alle Raumstücke, zum Teil auch rein Schlagzeug. Und wenn das fehlt, dann fehlt doch Entscheidendes. Thank you.
Woran kann man Dieter Schnebels Musik erkennen, wenn nicht die Klänge das Typische sind? An ihrer Vielzahl und der Freiheit im Spiel mit ihren Zuordnungen. Das Komponieren im Universum der Musik ist ihm so zur Natur geworden, dass Noten sich ohne besondere Intention zu Bekanntem fügen, wie er über sein erstes Streichquartett, das er im hohen Alter von 76 komponierte, erzählt. Beim Streichquartett, da schwebte mir auch Ähnliches vor wie in der Sinfonie X, so eine Zusammenfassung der Gattung Streichquartett, auch wiederum von Haydn bis in die Gegenwart. Und ich habe bewusst ein ganz einfaches Material genommen, nämlich ein Tetrakord, also eine Folge von vier Tönen, also sagen wir jetzt mal E, Fis, G, A. Oder E, F, G, A oder E, Fis, Gis, A, nicht also. Am Anfang kommt dieses Tetrakord, das sind die vier Musiker in den vier Ecken des Raums. Also der Klang wandert durch die vier Ecken des Raums und es ist nicht nur eine räumliche Spreizung der Klänge, sondern auch eine klangräumliche. Und im Lauf des ersten Satzes kommen nun die Instrumentalisten allmählich in der Mitte des Saals zusammen und nehmen ihre üblichen Positionen eng beieinander ein. Und in der Mitte etwa des ersten Satzes kommt das Tetrakord in enger Lage, also dam, bam, bam, bam. Und da dachte ich also, das kennst du doch. Und dann erinnerte ich mich an ein Stück, was ich in meiner Studienzeit gehört habe und was mir damals sehr gefallen hat, nämlich die Ballettmusik von Strawinsky Orpheus. Und das fängt mit der Harfe an. Bam, 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 bam. Und dann habe ich das einfach zitiert. Und was mir bei den Aufführungen gefallen hat, also es merkt es niemand. Weil es ist so in diesen Gesamtkontext eingebettet, dass es da also amalgamiert wird. Das ist, war mir in dem Streichquartett wichtig, doch die Klanglichkeit von anderen Kollegen da aufleuchten zu lassen. Und das ist mir doch, glaube ich, ganz gut gelungen. So zum Beispiel ist dann nach einer Aufführung eine Frau gekommen und hat gesagt, da an dieser einen Stelle, da im Finale, da zitieren Sie doch das achte Streichquartett von Schostakowitsch. Ich kenne das gar nicht. Und also, das war mir eigentlich eine Bestätigung für mein Stück. Also so, man sitzt in einem Raum, das Stück heißt auch Im Raum, und hört nun ja mein Streichquartett und zugleich imaginär alle Streichquartette, die es schon gibt. Eine Tonkombination öffnet die Tresortür zwischen den Zeiten. Hören Sie zum Abschluss den ersten Satz aus Dieter Schnebels ersten Streichquartett Im Raum in der Aufnahme der Uraufführung am 17. Februar 2008 in Stuttgart mit dem Quatuor Diotima.
Thank you.